Spirituosenfreunde und herzlich willkommen bei whiskyundmehr.com, eurem Online-Shop des Spirituosenhauses Ormlo. Ich bin der Spirituosenhammes und heute mixe ich euch einmal einen Snakebite. Und zwar habe ich mir gedacht, da es im Moment so heiß ist, mixe ich für euch doch mal einen schönen erfrischenden Cocktail. Und zwar ist das ein ganz einfacher, der nennt sich der Snakebite. Das ist einfach nur ein Whisky-Likör mit ein bisschen Zitronensaft und eine Menge Eis. Ja? Also normalerweise macht man den Snakebite mit dem Yukon Jack aus Kanada. Den habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Also so wird der Original gemacht. Aber meiner Meinung nach kann man da auch andere Whisky-Liköre zu benutzen. Ja, dann mixe ich noch einfach mal schnell. Ich habe jetzt leider einmal nur ein normales Glas mitgebracht, weil ich mich nicht so auf das Video vorbereitet habe. Ich habe nur gedacht, weil es im Moment so heiß ist, zeige ich euch doch mal, wie man sich einen schönen erfrischenden Cocktail schnell mixt. Ja, da habe ich hier einmal meinen Shaker. Den mache ich dann einmal voll mit Eis. Wobei natürlich, wir shaken den Snakebite nicht. Wir rühren den nur um. Also, ja, kann man. Schön viel Eis rein. Wir wollen ja, dass der schön kalt ist. Zack. Okay. Ja, noch ein bisschen mehr. So, das ist glaube ich genug. Okay, dann habe ich hier mal wieder mein Pintchen mitgebracht. Zack. Das mache ich dann einmal voll mit dem schönen Yukon Jack. Also, die das Video nicht gesehen haben, der Yukon Jack hat 50%, was viel ist für einen Whisky-Likör. Also, seid vorsichtig, wenn ihr davon zu viel trinkt, weil die gehen relativ gut runter. Den mixe ich dann, oder den gieße ich dann einmal schön über das Eis. So. Dann nehme ich die kleinere Seite von meinem Pintchen. Ich mache das jetzt mit einem Pintchen, aber ihr könnt das auch nach Augenmaß machen. So. Ich hoffe mal, die hat eine größere Öffnung. Ich hoffe mal, ich kann das schön eingießen. Ja. Ein bisschen was ist daneben gegangen, aber kein Problem. So. Das gieße ich dann auch einmal schön in den Shaker rein, dann rühre ich das Ganze einmal schön um. Und dann rein ins Glas. Ja, da haben wir den Snakebite. Excellent. Dadurch, dass der Yukon Jack richtig schön nach Honig schmeckt, hat man jetzt auch mit dem schönen Zitrone ein richtig schönes Gleichgewicht. Aber wie gesagt, seid ein bisschen vorsichtig, da er die 50% hat. Also ich kann den Alkohol jetzt doch schon schmecken. Ja, excellent. Ja, wie vorher schon mal erwähnt, also ihr könntet jetzt auch zum Beispiel den American Honey, oder was habe ich hier denn noch? Dann habe ich noch den Malt und Vanille vom Prum. Den hat euch meine Mutter schon mal vorgestellt. Ja, dann habe ich hier nochmal, der wäre auch nicht schlecht, der Glen Ells Likör. Also wie gesagt, da sind eigentlich alle Whisky-Liköre sehr gut für geeignet. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch meine kleine improvisierte Vorstellung hier gefallen hat und dass euch dass das die Hitze für euch ein bisschen erträglicher macht. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss!